Hallo, ich heiße Sarah Aleiser und ich mache den Workshop zu transpersonaler Liebesfähigkeit. Und so sperrig sich dieser Titel anhört, so einfach möchte ich es runterbrechen. Den Workshop auf etwas ganz Praktisches, nämlich wie dieses Transpersonale, was ja das Universelle, das Weite, etwas Mystische auch ist, zu fassen in eine Fähigkeit, die ja doch was Personelles ist und die an Bedingungen geknüpft ist, an unser Tun und Handeln, wie das da wirklich runterzubrechen ist. Also wie können wir Liebe tatsächlich in der Gesellschaft verbreiten? Und an welchen Punkten? Ich möchte mit euch an Orte gehen, die ihr mit kreiert durch eure persönlichen Erfahrungen, die wir teilen, wo Liebesfähigkeit eine Rolle gespielt hat. Also so viel dazu. Also die Liebesfähigkeit wirklich erlebbar zu machen und zu gucken, und da komme ich her, aus der Kulturwissenschaft zu gucken, wo müssen wir die Gesellschaft ansetzen oder wo können wir ansetzen, um wirklich die Gesellschaft ein Stück liebesfähiger zu machen. Wo sind die Punkte? Es gibt ganz offensichtliche Orte, aber vielleicht finden wir auch andere Orte heraus, die gar nicht so offensichtlich sind. Also das ist das, was wir dann gemeinsam kreieren in dem Workshop. Genau, ich bin, wie gesagt, Kulturwissenschaftlerin und auch, habe ich auf diesen Zettel, auf die Selbstbeschreibung geschrieben, Aktivistin in dem Sinne, dass ich immer forsche zu den Themen, die ich auch in den Workshops oder über die ich schreibe, also dass ich mich da reinbegebe. Ich habe ganz viel zu Liebe geforscht. Ich habe Gemeinschaftsforschung gemacht, ich habe alle möglichen Beziehungsformen ausprobiert. Und ja, dieses Feld ist einfach mein Feld. Also ich würde mich auch als Liebesforscherin bezeichnen, da habe ich so ein schönes Vorbild auch vor mir sitzen. Genau, also da, und ich möchte konkret werden. Ich möchte mit euch konkret werden, wo. Wo gesellschaftspolitisch können wir Liebe verbreiten? Und das aber den Weg dahin über die persönliche Erfahrung der Liebe, über diese Transpersonalität.